Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein Tauschpaket für euch und zwar habe ich mit der lieben Lea von Happy Animals ein Tauschpaket gemacht. Die meisten von euch werden sie vermutlich kennen. Ich werde sie trotzdem nochmal in der Infobox verlinken. Würde mich freuen, wenn ihr auch bei ihr mal vorbeischaut und vielleicht auch bei ihr ein Abo dalassen würdet. Gut, ich mache das Paket jetzt einfach mal auf. Ich versuche jetzt mal das kurz einhändig zu machen, damit ihr besser was sehen könnt. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich diese Kameraführung mal ausprobiere. Ich hatte eigentlich vor, an der Isar aufzumachen, weil ich wollte es mal ausprobieren. Ihr wisst ja, dass ich in München wohne und die Isar ist da ja ganz in der Nähe und ich dachte, das ist mal ganz lustig. Aber da wir morgen in den Urlaub fahren, habe ich es heute einfach nicht mehr geschafft und auch jetzt ist es schon 19 Uhr. Deswegen kann ich es dieses Mal leider nicht machen. Vielleicht mal bei einem anderen Tauschpaket oder bei dem Zuschauertauschpaket, das ich auch demnächst hochladen werde, weil ich habe das jetzt zum 100 Abonnenten-Special verlost und das habe ich jetzt endlich geschafft. So. Hier sieht man schon mal, dass hier Tauschpaket von Tierisch Kreativ und Happy Animals draufsteht. Finde ich total süß schon mal. Hier sieht man auch gleich schon mal den Brief. Da steht öffentlich drauf, deswegen lese ich den gleich mal vor. Hey Emma, ich möchte jetzt nicht weiter unnötig Zeug labern, deshalb mache ich es kurz. Echt schön, dass wir jetzt endlich das Tauschpaket machen konnten. Viel Spaß jetzt beim Auspacken. Liebe Grüße, Lea, Lion, Pumpkin, Millie, Lillibror, Maxi, Baloo und Lilly. Finde ich schon mal total süß, diesen Brief. Werde ich auf jeden Fall auch aufheben und mir an meine Pinnwand hängen. Vielen Dank schon mal. Ich werde mich einfach für alle Sachen versuchen, am Ende zu bedanken. Sonst komme ich aus dem Bedanken gar nicht mehr raus und dann, ja. Hier ist schon mal so eine Tüte. Lilly denkt, das ist was für sie, aber ich kann schon sehen, dass es Heu ist. Deswegen, ja, ich mache es jetzt auch gar nicht auf. Und da steht Heuprobe von heuturm.de. Finde ich super cool, weil ich habe sogar mal überlegt, dass ich mir da mal was bestelle. Jetzt kann ich es vorher mal ausprobieren. Lilly scheint schon mal sehr Interesse an diesem Paket zu haben. Hier gibt es Nummern, deswegen gut. Wollte ich schon immer mal. Haha. Willst du mir helfen? Ja. Jetzt ziehen? Es gibt so viele YouTuber, die das gemacht haben, aber ich habe es noch nicht gemacht. Aber Lilly macht sowas eigentlich nicht. Sei denn, es ist was für sie. Man riecht, dass es was für sie ist, deswegen macht sie es jetzt hier nicht. Hier haben wir einmal Bunny Lust auf Natur, der Power Snack mit Mehlwürmern. Das finde ich schon mal total cool. Ist für Hamster, Zwerghamster, Farbmäuse, Rennmäuse und Ratten. Hier könnt ihr kurz die Zusammensetzung sehen. Ich werde jetzt das nicht vorlesen, aber ihr könnt auf Pause drücken. Finde ich total süß. Dann hier eine Hundeleckerei, Lilly. Schau mal. Ich versuche mal, vielleicht macht sie es sogar. Guck mal, mach Platz. Schau. Schau. Hier, schau. Hier, fein. Weiter. Ja, was? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Kann ich es aufmachen? Ui. Ja, schau mal. Von Activa die Hühnerbrustfiletstreifen. Da gebe ich jetzt auch gleich mal was. Platz. Sehen so aus. Sehen schon mal wirklich sehr lecker aus. Und scheinen auch wirklich sehr gut zu sein. Dann kann ich mich jetzt auf ihre Mitarbeit auf jeden Fall verlassen. Dann Nummer 3. Klein, aber beliebt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es gut ist, wenn ich das aufmache. Aber das ist nochmal eingepackt. Ich reiße es jetzt einfach mal so auf. Das ist nichts für dich, Lilly. Sind so kleine Körner. Finde ich super, weil meine mögen wirklich sehr gerne Körner. Nehme ich immer zum Backen her, wenn ich was für die Kleinen mache. Oder ich mische ins Futter, werde ich auf jeden Fall gebrauchen können. Und da sehe ich schon mal was offen, bevor ich die Nummer 4 mache. Von Vitakraft, die Natural Chews Hundespaghetti. Schau mal, Lilly. Aber die mache ich jetzt nicht auch noch auf. Die sind mit Schwein, pflegen die Zähne, ist hypoallergen, splittert nicht, mit wertvollen Biotin und ohne Farb- und Konservierungsstoffe. Und ich merke schon, dass Lilly hier darauf zielt, nochmal etwas davon zu bekommen. Schau. Gut, dann die Nummer 4. Einfach für jeden ein Goal. Okay, ich denke jetzt mal, das ist was für die Mäuse. Bin mir aber nicht sicher. Das ist ja witzig. Die kenne ich gar nicht. Die Deutschland-Cookies. Oh mein Gott. Hat die Farbrot-Goldfarben. Die habe ich echt noch nie gesehen. Mit viel Karotte, Leinsaat und Rote Beete einfach zu portionieren. Das ist vermutlich jetzt für das nächste Fußballspiel, denke ich jetzt mal. Finde ich schon mal total cool. Habe ich nämlich noch nie bei uns gesehen.
Lili, du, machst du lieber mal einen selbstgebackenen Keks, ja? Ich habe nämlich Kekse gebacken. Das Video wird auch in Kürze hochgeladen. Und die findet Lili auch sehr lecker. Gut, Nummer 5. Limitiert und von vielen geliebt. Okay. Mache ich auch mal auf. Übrigens ist das sehr schön, dieses Papier. Der Fruchtmix mit Bananen, Äpfeln, Hagebutte und Johannisbrot. Den habe ich bei DM schon öfters gesehen und habe mir schon oft gedacht, ob ich ihn mitnehmen soll. Habe es dann aber immer gelassen, weil ich weiß, dass die Johannisbrot nicht so mögen. Zumindest haben es meine Alten nicht gemocht, bei den Neuen weiß ich es eben nicht. Finde ich ganz cool, dass ich jetzt das mal bekommen habe, weil dann musste ich jetzt nämlich diese Entscheidung nicht selber treffen, ob ich das den kaufen soll oder nicht, weil ich weiß ja nicht, ob die Neuen auch Johannisbrot nicht mögen. Jetzt kann ich es mal ausprobieren. Dann ist hier die Nummer 6. Ich hasse es, sie einzupacken, aber jeder liebt sie. Das sind garantiert diese kleinen Mini-Herzchen, also von Bunny. Hier, Lilly. Lilly macht heute so schön mit, deswegen kriegt sie ab und zu was. Ja, das sind die, wie ich schon dachte, sind das die My Little Sweetheart. Und zwar mit Löwenzahn. Ich hoffe, dass die meine mögen. Ich kenne die nämlich. Ich habe nämlich ganz früher die mal mit Fenchel gehabt, auch nochmal den alten Mäusen. Und die fanden sie jetzt nicht so toll. Aber das ist ja erstens ein anderer Geschmack und die neuen Mäuse. Deswegen werde ich die auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann Nummer 7, Dog Sweets Lilly, das kostet dich. Da kann ich schon hier durchschauen, dass es hier so kleine Leckerlis sind. Kannst du auch gleich mal probieren, Lilly. Schau mal. Sie ist ein bisschen wählerisch, aber wenn sie sehr viel Hunger hat, dann mag sie eh alles. Und scheinen auch ganz gut zu sein. Schau mal. Fein. Die Nummer 10, nein, 11, 12, nö, 13, 8. Hier ist die Nummer 8. Und hier sehe ich schon mal was durchleuchten, und zwar die bunten Knabberkissen mit Luzernen, Leinsamen und Hafer. Diese habe ich auch schon und die mögen meine auch wirklich ganz gerne. Sie finden zwar die gefüllten, die ich auch habe, viel besser, aber die fressen sie auch. Dann hier die Nummer 8 für die Besitzerin. Ist leider schon aufgegangen, ist aber nicht so schlimm. Mache ich mal auf. So, einmal hier Intensivpflege-Shampoo, Vanille und Mandelöl. Das finde ich schon mal, Lilly, das kannst du echt nicht essen. Voll cool, weil das ist so eine Reisegröße und da ich ja morgen in Urlaub fahre, werde ich die auf jeden Fall mitnehmen. Und die Feuchtigkeitsmaske, was ich sehr lustig finde, weil ich vor 2 Tagen die auch gekauft habe, weil ich echt total trockene Haut habe. Und deswegen muss ich immer total viel Feuchtigkeitscreme und so Zeug drauf klatschen und es ist immer noch trocken. Deswegen kann ich von sowas nie genug bekommen. Vielen Dank schon mal. Dann hier die Nummer 9, runde Leckerei. Muss ich jetzt halt auch mal schauen, was das ist. Ist das was für den Hund oder ist das was für die Nara? Das weiß ich jetzt nicht. Ich kann es mal dran riechen. Ja, also Lilly ist der Meinung, dass es was für sie ist. Ich breche es mal auf. Ist das was für dich, Lilly? Ja, den Rest werde ich jetzt halt lieber nicht ihr auch noch geben, falls es nicht für sie ist, weil ich werde lieber nochmal nachfragen. Ich habe nämlich mit der Lea Kontakt über WhatsApp. Dann die Nummer 10, runder Knabberspaß aus Mais. Okay. Ah, die Nara-Murmeln. Altbewährt. Da habe ich jetzt noch... Sind die Packungen immer so groß? Ich kenne die irgendwie nur kleiner. Okay. Jedenfalls, ich habe da auch noch eine Packung, die ist auch noch geschlossen. Aber die mögen meine, soweit ich es jetzt erkennen konnte, ganz gerne. Deswegen finde ich das trotzdem nicht schlimm. Die werden ja nicht schlecht, weil sie noch geschlossen sind. Dann Nummer 12. Nee, Nummer 11, Entschuldigung. Ist hier. Und zwar sieht man hier schon durch. Die JR vom Farmies. Die sind mit Erdbeer, finde ich schon mal sehr cool. Kriegst du noch mal was hier? Mhm. Mit Erdbeere finde ich schon mal total toll für den Sommer und Frühling vor allem. Hier draußen hat es echt total hohe Temperaturen. Ich bin gerade schon am Sterben. Dann hier eine Hundeleckerei. Nee, das mache ich jetzt nicht auf, weil das ist nämlich etwas Frisches, was dann ziemlich schnell schlecht wird. Gerade bei diesen hohen Temperaturen. Und es ist einmal von Trixi Chicken Tenders. Das sind solche Hähnchenbrustfilets. Also so richtig ganze Stücke. Musst du hier mal schauen. Es ist aus der Reihe Light, was ich sehr gut finde, weil Lilly nämlich gerade abspecken muss. Nichts gegen dich, Lilly, aber sie ist ein bisschen dick, deswegen, ja, unsere Tierärztin hat uns schon geschimpft, deswegen finde ich das jetzt wirklich sehr gut. Aber trotzdem kriegt sie ab und zu ein Leckerli, da kann ich immer nicht widerstehen. So, dann das allerletzte. Eine tolle Beschäftigung für Nara.
Da habe ich jetzt wirklich überhaupt keine Ahnung, was das ist. Das hier ist von Rossmann. Und zwar die Kolbenhirse. Und du hast recht, meine finden Kolbenhirse nämlich super. Sie finden diese normalen, also die gelbe, sogar noch besser als die rote. Ich habe eigentlich mir gedacht, ich tue ihnen einen Gefallen, indem ich die rote kaufe, mal beim Mixerama. Aber sie finden die noch viel besser. Deswegen bin ich auch begeistert, dass du die gekauft hast, weil ich habe nämlich gerade keine da. Ich habe nur die rote und da werde ich ihnen später auch gleich was reintun. Vielen Dank schon mal. So, wir haben jetzt alles ausgepackt. Ich bin wirklich schwer begeistert von diesem Paket. Ich freue mich auch schon voll darauf, die Sachen auszuprobieren. Das werde ich eben gleich machen, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Heute habe ich wirklich keine Zeit mehr. Ich muss nämlich schon packen und es ist schon 19 Uhr. Aber ich finde die Sachen wirklich total toll. Gerade auch diese Deutschland-Cookies, weil ich die noch nie bei uns gesehen habe, finde ich total super. Weil ich freue mich immer, wenn ich mal was ausprobieren kann, was es bei uns nicht gibt. Auch das finde ich jetzt wirklich total lustig, weil ich eben ja, wie gesagt, morgen in Urlaub fahre und ich das auf jeden Fall mitnehme. Also hier könnt ihr nochmal die Sachen sehen, sind wirklich total tolle Sachen. Lea hat sich total Mühe gegeben. Deswegen, ich werde euch das Video, wo sie mein Tauschpaket auspackt, was sie nämlich schon gestern gemacht hat, unten in der Infobox ebenfalls verlinken. Und ich hoffe, dass euch auch die Sachen, die ich ihr schenke, gefallen. Ich hoffe, dass ihr, wenn ihr von ihrem Kanal kommt, auch weiter meine Videos schaut und ein Abo da lasst. Würden wir uns wirklich sehr freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.